Seit unser Planet vor 4,5 Milliarden Jahren entstand, wurde er immer wieder von globalen Katastrophen heimgesucht. 99% aller Spezies, die je existierten, wurden dadurch ausgelöscht. Die Erde wurde durch gewaltige Kräfte geformt. Und diese Kräfte gibt es immer noch. Die Menschheit hatte bisher Glück. Wir haben noch keine globale Katastrophe erlebt. Doch die Geschichte beweist, wir sind viel verwundbarer, als wir glauben. Um sich die gewaltigen Zeiträume der Erdgeschichte besser vorstellen zu können, verkürzen wir die 4,5 Milliarden Jahre auf 24 Stunden. Die Erde entsteht um Mitternacht. Nur 9 Minuten später schlägt die erste Katastrophe zu. Unser Planet kollidiert mit einem anderen. Doch die Erde überlebt und die Evolution beginnt. Springen wir zu 20.30 Uhr. Dieses Mal ist es eine Katastrophe, die die Erde kalt erwischt. Der ganze Planet friert zu. 20.40 Uhr. Vulkanausbrüche vergiften die Erde. 23.38 Uhr werden die Dinosaurier durch einen Meteoriteneinschlag getötet. Der Aufstieg der Säugetiere beginnt. Erst in den letzten Minuten des Tages wird unser Planet zu dem Ort, den wir heute kennen. Es ist 1 Minute vor Mitternacht. Eine neue Spezies macht sich daran, die Erde zu beherrschen. Sie verbreitet sich schnell und passt sich an jede Herausforderung an. Die neue Spezies ist der Homo sapiens, wir. Unsere Art entstand vor 85.000 Jahren in Afrika. Heute sind wir überall. Die Geschichte der Menschheit beweist, wie verletzlich wir sind. Unsere Vorfahren hatten immer wieder mit Katastrophen zu kämpfen. Sie waren völlig unterschiedlich und eine einzelne könnte bereits unsere Art auslöschen. Die erste Katastrophe traf Indien vor 74.000 Jahren. Ein Beweis für diese Katastrophe kann auch heute noch an einem Ort gefunden werden, an dem man ihn nicht vermutet, in unseren Zellen. Die Geschichte der menschlichen Art hat sich auf unsere Gene ausgewirkt. Unsere Gene sorgen nicht nur dafür, wie wir aussehen, sie haben auch Beweise vergangener Katastrophen aufgezeichnet. Genetiker wie Stephen Oppenheimer finden in ihnen entscheidende Hinweise. Wenn man sich von Afrika entfernt, wird die genetische Vielfalt der Menschen geringer. Die amerikanischen Ureinwohner haben die geringste Bandbreite von allen. Aber es gibt eine Anomalie, zu finden in Indien. Die genetische Vielfalt ist in Indien viel geringer, als sie sein müsste. Stephen Oppenheimer glaubt, dass die frühen Besiedler Indiens von einer Art Katastrophe heimgesucht wurden. Einem Ereignis, das so folgenschwer war, dass es in der genetischen Vielfalt der Nachkommen immer noch erkennbar ist. Was auch immer das war, dieses Ereignis hätte beinahe das Leben des ganzen indischen Subkontinents ausgelöscht. Es ist schwierig zu schätzen, aber es kann sein, dass es in ganz Indien nur noch 600 Menschen gab. Das Ereignis muss absolut zerstörerisch gewesen sein. So stark, dass die Menschen dort beinahe ausgestorben wären. Es gibt eine Katastrophe, die man klar datieren kann und die im richtigen Zeitfenster liegt.
Toba. Toba ist ein Supervulkan in Indonesien. Sein jüngster Ausbruch muss gigantisch gewesen sein. Und der war vor 74.000 Jahren. Eine Zeit, die mit der Katastrophe in Indien zusammenfällt. Ein Zufall? Oder war der Toba dafür verantwortlich, dass beinahe alle Menschen in Indien verschwanden? Vulkane gehören zu den bedrohlichsten Phänomenen auf unserem Planeten. Sie können ganze Gegenden verwüsten und das weltweite Klima beeinflussen. Mount St. Augustine an der Küste Alaskas. Kein Supervulkan, aber er veranschaulicht die rohe Gewalt, die selbst ein kleinerer Ausbruch haben kann. Er brach zuletzt im Jahr 2006 aus. John Power ist Vulkanologe und beobachtet, wie er sich seither verändert hat. Wir sind auf dem Weg zum Mount St. August, einem der aktivsten Vulkane der Region. Mit seinem jüngsten Ausbruch wurden über 50 Millionen Kubikmeter an Gestein herausgeschleudert. Das war so viel Material, dass der Gipfel um 70 Meter anwuchs. Der Ausbruch war heftig, aber er war nichts im Vergleich zu den Kräften, die bei einem Supervulkan freigesetzt werden. Doch indem Vulkanologen kleinere Ausbrüche wie die des Mount St. Augustine untersuchen, können sie auf die Vorgänge am Toba vor 74.000 Jahren schließen. Wir sind auf Augustine Island, auf dem sich der Mount St. Augustine befindet, den man hinter uns sieht. Wir befinden uns hier am nördlichen Ende des Pazifischen Feuerrings. Der Pazifische Feuerring ist eine Kette von Vulkanen, die den Pazifischen Ozean umringt. Dieses Gebiet hat auf der Erde die höchste vulkanische Aktivität. Der Toba liegt an dessen westlichem Ende. Einige der Vulkane des Pazifischen Feuerrings sind sehr explosiv. Sie sind sehr stark und schleudern Asche und anderes Material hoch in die Atmosphäre. Es gibt keinen Ort, an dem Vulkane so aktiv sind wie in Indonesien. Die Vulkane Indonesiens sind für die heftigsten Ausbrüche unseres Planeten verantwortlich. Der Ausbruch des Toba war der schlimmste der vergangenen 2 Millionen Jahre. Die Kräfte bei einem großen Vulkanausbruch sind ziemlich extrem. Unterhalb des Vulkans quillt Magma empor. Und in diesem Magma ist eine Menge Gas absorbiert. Dieser Gasdruck hält zu einem großen Teil den Ausbruch am Laufen. And it's really this gas pressure that is driving a lot of the eruption. Ein durchschnittlicher Vulkan hat so viel Gas, dass ein Ausbruch ein paar Stunden andauert. Der Ausbruch des Toba erstreckte sich sogar über mehrere Tage. Ein Vulkan bricht zwar selten aus, aber Vulkane gibt es gar nicht so selten. Auf der Erde wurden 47 Supervulkane entdeckt. Viele sind nicht mehr aktiv. Aber die verbliebenen stellen für die Menschen eine große Bedrohung dar. Der berühmteste Supervulkan liegt in den USA. Yellowstone. Die bizarre Landschaft zieht pro Jahr 3 Millionen Besucher an. Sie wollen die beeindruckende Naturkulisse genießen und die berühmten Geysire bestaunen.
Nirgendwo sonst auf der Erde gibt es so viele heiße Quellen wie im Yellowstone Park. Zwei Drittel aller Geysire unseres Planeten befinden sich hier. Dafür ist eine Menge Wärmeenergie notwendig und die liefert hier ein Supervulkan wie der Toba. Er ist unter der Oberfläche verborgen. Den jüngsten großen Ausbruch gab es hier vor 640.000 Jahren, lange bevor die Menschen die Erde eroberten. Doch obwohl es so lange her ist, gibt es dafür immer noch sichtbare Beweise. Und der Vulkan ist aktiv geblieben. Eines Tages wird er wieder ausbrechen. Für Geophysiker wie Bob Smith ist der Yellowstone Park ein Eldorado. Der Wissenschaftler erforscht die Kalderen des Yellowstone Parks seit Jahrzehnten. Eine Caldera ist der Krater eines Vulkans. Seine Studien zeigen, wie verheerend der Ausbruch des Toba gewesen sein könnte. Wir stehen hier an der Ostseite des Yellowstone Lake. Und dieser steile Berg dort ist eine Begrenzung der Caldera. Die ganze Landschaft, die wir hier sehen, gehört zu dieser Caldera. Das alles flog beim jüngsten großen Ausbruch in die Luft. Diese gigantische Caldera gehört zu den größten der Erde und der Vulkan ist immer noch aktiv. Die schlichte Größe des Yellowstone-Vulkans macht ihn so interessant für die Klärung der Frage, was beim Toba-Ausbruch geschehen sein könnte. Die Caldera des Yellowstone ist ungefähr ebenso groß wie die des Toba, etwa 60 mal 40 Kilometer. Bei der des Toba gibt es einen See, genauso wie beim Yellowstone. Die Dimensionen sind sehr ähnlich. Die Berge und Felsen wurden von gewaltigen Kräften geformt. Ein riesiger Vulkan hat eine einzigartige Landschaft erschaffen. In seiner Magmakammer sammelt sich flüssiges Gestein und baut tief unter der Caldera gewaltigen Druck auf. Je größer die Magmakammer, desto stärker ein Ausbruch. Die Studien von Bob Smith zeigen, dass die Magmakammer des Toba gewaltig gewesen sein muss. Smiths Labor ist die freie Landschaft. Wir befinden uns an der Ostseite der Caldera. Hier haben wir einen Seismographen installiert, der die Bewegungen der Erde aufzeichnet. Wir messen etwa 2.000 bis 3.000 Erdbeben pro Jahr. Bob Smith kartografiert die Daten und kann so Rückschlüsse auf die Größe der Magmakammer ziehen. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Spektakuläre Erkenntnisse über die Entstehung von Supervulkanen und warum sie eine akute Gefahr darstellen, auch heute noch. In wenigen Augenblicken geht's weiter. Die Simulation stellt die Vereinigten Staaten von Amerika dar. Der Yellowstone Park liegt etwas außerhalb der Mitte. Seine Grenzen sind grün markiert. Der Yellowstone-See ist blau, die Kante der Caldera rot. Mit den durch seismische Messungen gewonnenen Daten wird die Größe der Magmakammer unter der Caldera dargestellt. Die Magmakammer des Yellowstone ist bemerkenswerte 25 Kilometer breit und 40 Kilometer lang. Sie hat eine Tiefe von 10 Kilometern. Die Fläche ist 20 Mal so groß wie Manhattan. Würde der Vulkan ausbrechen, hätte das unabsehbare Folgen. Sie würden denen gleichen, die der Ausbruch des Toba vor 74.000 Jahren nach sich zog.
Es ist nur noch etwas mehr als eine Sekunde bis Mitternacht auf unserer Uhr der Erdgeschichte. Der indonesische Supervulkan Toba ist ausgebrochen. Unsere menschlichen Vorfahren werden einer fürchterlichen Bedrohung ausgesetzt. Nicht das Magma ist so gefährlich, sondern die vulkanische Asche. Es wurden gewaltige Aschemengen ausgestoßen. Die zogen nach Nordwesten und bedeckten Indien. Über 30 Millionen Quadratkilometer der Erdoberfläche werden von Asche bedeckt. Jeder, der in dieser Zone lebt, beginnt Hunger zu leiden. Der Ascheniederschlag des Toba hat die Vegetation in Indien in großem Stil beeinträchtigt. Für die Menschen gab es keine Pflanzen mehr zu essen. Weil der Mensch als Raubtier außerdem am Ende der Nahrungskette steht, hatte er noch viel mehr zu leiden. Die Aschewolke ist tödlich. Doch Vulkane haben eine noch gefährlichere Waffe in ihrem Arsenal. Schwefeldioxid. Der Toba hat möglicherweise über 3 Milliarden Tonnen dieses Gases ausgestoßen. Bill McGuire, ein Vulkanologe, hat untersucht, welche Auswirkungen Schwefeldioxid auf den ganzen Planeten haben kann. Wenn Schwefeldioxid in die Atmosphäre gelangt, was bei einem großen Vulkanausbruch passiert, verbindet es sich mit Wasserdampf zu Schwefelsäure. Milliarden kleiner Tröpfchen davon bleiben in der Atmosphäre. Und die reflektieren die Sonnenstrahlung zurück ins All. Das Ergebnis? Der Planet kühlt ab und es kommt zu einem vulkanischen Winter. Wie stark die Temperaturen durch den Toba-Ausbruch gefallen sein könnten, wird kontrovers diskutiert. Im Extremfall könnten es 6 Grad gewesen sein, und das über mehrere Jahre. Das hätte tatsächlich dazu geführt, dass ein Großteil der Vegetation abgestorben wäre. Die Auswirkungen, die der Ausbruch eines Supervulkans heute hätte, sind nicht auszudenken. Damals hat der Toba fast alle Menschen in Indien ausgelöscht. Vor 21.000 Jahren sahen sich die Überlebenden einer weiteren Katastrophe ausgesetzt. Dieses Mal eine, die den ganzen Planeten betraf. Eine globale Eiszeit. Auf unserer Uhr der Erdgeschichte ist es nur noch eine halbe Sekunde bis Mitternacht. 19.000 Jahre vor Christus. Der Planet steckt mitten in einer Eiszeit. Eiszeiten haben den Charakter unseres Planeten schon lange geformt. Die größte Eiszeit gab es vor 650 Millionen Jahren. Fast die gesamte Erde war von Eis bedeckt. Doch dann hatte unser Planet Glück. Vulkane brachen aus und erwärmten die Atmosphäre wieder. Aber im Laufe vieler Millionen Jahre kam das Eis immer wieder zurück. So wird es auch in Zukunft sein. Die jüngste Eiszeit liegt 21.000 Jahre zurück. Sie hielt den Planeten im Würgegriff. Gletscher breiteten sich über der Nordhalbkugel aus. Für unsere Vorfahren gab es kein Entkommen. Eiszeiten treten regelmäßig auf und entstehen durch Veränderungen in der Erdumlaufbahn. Manchmal entfernt sich die Erde von der Sonne, der Planet kühlt sich ab und die polaren Eiskappen werden größer. Die Gletscher der jüngsten Eiszeit waren vor 21.000 Jahren am weitesten ausgedehnt. Ein Zeitpunkt, der als letztes glaziales Maximum bezeichnet wird.
Das letzte glaziale Maximum war in Europa so schlimm, wie es nur werden konnte. Eine 5 Kilometer dicke Eisschicht bedeckte halb Großbritannien. Und um die Eiskappe herum gab es eine Wüste, die zwar kein Eis hatte, aber auch keine Vegetation oder Bewohner. Unsere Vorfahren mussten auswandern oder sterben. Erst 7000 Jahre später begann das Tauwetter und sie konnten zurückkehren. Als sich die Gletscher zurückzogen, veränderte sich alles. Erlöst vom Würgegriff des Eises konnten sich nun Zivilisationen entwickeln. Landwirtschaft, Städte, die industrielle Revolution, Banken, das alles wurde erst durch das Ende der Eiszeit möglich. Doch unsere Zivilisation ist so komplex, dass wir hilflos wären, wenn die Gletscher zurückkämen. Und es ist davon auszugehen, dass das geschehen wird. Die Erde entfernt sich auf ihrer Umlaufbahn bereits wieder weiter von der Sonne. Die Gletscher werden wiederkommen. Eine sehr schnell auftretende neue Eiszeit würde unweigerlich zu einem kompletten Zusammenbruch der Gesellschaft und der Wirtschaft führen. Die Menschen würden massenhaft südwärts ziehen. Das wäre zweifellos die Basis für Kriege und Konflikte. Die Zivilisation, die unser Leben angenehmer macht, macht uns auch verwundbarer. 11.000 Jahre vor Christus, weniger als eine Sekunde auf unserer Uhr der Erdgeschichte. Unsere Vorfahren in der Steinzeit haben Glück gehabt. Sie waren südwärts gezogen und haben überlebt. Die Menschheit hat den Ausbruch eines Supervulkans und einer Eiszeit überstanden. Eine neuerliche Katastrophe erscheint zu diesem Zeitpunkt eigentlich unwahrscheinlich. Leider war das nicht ganz der Fall. Das Schlimmste war zwar überstanden, aber es gab immer noch genug Bedrohungen. Himmelskörper sind schon immer auf die Erde eingeschlagen. Sie waren sogar für Massenaussterben verantwortlich. Wissenschaftler gehen heute der Frage nach, ob auch Menschen von kosmischen Katastrophen direkt betroffen wurden. Ohio, USA. Das ist der Schauplatz einer Katastrophe. Sie hatte einen großen Einfluss auf das Leben ihrer Zeit. Ken Tankersley glaubt, dass diese Gegend vor 13.000 Jahren, am Ende der jüngsten Eiszeit, eine Katastrophe erlebte, die ihren Ursprung im Weltall hatte. Heute besteht Ohio zum Großteil aus Ackerland. Von den Sümpfen, die das Land vor 13.000 Jahren dominierten, ist kaum noch etwas übrig. Damals lebten hier eindrucksvolle Tiere. Hier streunten riesige Säugetiere herum, zum Beispiel Mammuts und Mastodonten. Diese Riesen waren eine willkommene Beute für die stärksten Raubtiere des Kontinents: die Menschen. Die Menschen, die hier lebten, gehörten zur Clovis-Kultur. Sie waren Jäger und Sammler der Steinzeit. Sie jagten in großem Stil, sammelten Pflanzen und lebten in großen Familien. Sie hatten sich über Tausende von Jahren an ihre Umgebung angepasst. Doch dann kam es zu einer Katastrophe. Die Riesensäugetiere verschwanden und den Menschen fehlte eine Lebensgrundlage.
was gone forever. Hinweise, die diese Katastrophe erklären könnten, finden sich 10 Meter unter der Erde. Die Sheridan-Höhle ist eine natürliche Zeitkapsel. Ihre Geheimnisse könnten das Rätsel der verschwundenen Riesensäugetiere in sich bergen. Ken Tankersley konnte in der Höhle bereits einige archäologische Schätze heben. Sie stammen aus der Zeit, als die Katastrophe geschah. Der Weg in die Höhle führt tief hinab. Und er führt zurück in der Zeit. Ausgrabungen in der Höhle haben eine matte, rote Schicht offenbart, die Zeit markiert, als die Riesensäugetiere verschwanden. Sie wird als Clovis-Schicht bezeichnet. Die Clovis-Schicht, die wir hier in der Höhle sehen, ist sehr deutlich. Unter ihr gibt es Überreste der Riesensäugetiere, über ihr nicht mehr. Sie stimmt klar mit der Zeit des Aussterbens überein. Das gleiche Phänomen ist an über 20 weiteren Ausgrabungsstätten in Amerika zu finden. Die Schicht markiert genau den Zeitraum, in dem die Riesensäugetiere ausstarben. Eines der Dinge, die mich an dieser Zeit und an diesem Ort faszinieren, ist, dass wir keine eindeutige Erklärung für das Aussterben der Riesensäugetiere haben. Zu viel Jagd durch den Menschen kann es nicht sein. Und alle vorherigen Eiszeiten haben diese Tiere überlebt. Warum dann diese nicht? Warum hier nicht? Das ist eine der faszinierendsten Fragen, mit denen ich je konfrontiert wurde. Die Ausgrabungen gehen weiter. Nach über 10 Jahren werden immer noch jede Menge Knochen zutage gefördert. Der Knochen sieht zwar neu aus, ist aber 13.000 Jahre alt. Er stammt aus der Zeit des Aussterbens. Und er deutet auf einen gewaltsamen Tod hin. An diesem speziellen Exemplar ist außerordentlich interessant, dass es Feuerspuren hat. Es ist geschwärzt. Der Fußknochen stammt von einer heute ausgestorbenen Schweineart. Das Tier hatte die Größe eines heutigen Wildschweines. Um das Fleisch von einem Tier der Größe eines Wildschweins abzubrennen, sind Temperaturen von 300 bis 600 Grad Celsius nötig. Dieses Tier wurde über keiner Feuerstelle gebraten. Das Tier wurde regelrecht eingeäschert, so wie die ganze Gegend. Wir sprechen hier von einem gewaltigen Feuer, fast einer Explosion. Wie kam es dazu? Die Erde auf Todeskurs? Welchen Gefahren unser Planet tatsächlich ausgesetzt ist und warum die Experten Alarm schlagen, gleich geht's weiter. Vor 13.000 Jahren kam es in Amerika zu einer folgenschweren Katastrophe. Die Riesensäugetiere starben aus und die Menschen, die sie jagten, verloren ihre Lebensgrundlage. Es war der Einschlag eines Himmelskörpers, der die Riesensäugetiere zum Untergang verurteilte. Sie konnten sich nicht an die veränderten Umweltbedingungen anpassen, die der Katastrophe folgten. Aber die Menschen konnten es. Für die Überlebenden begann eine Blütezeit. Doch diese Theorie wird kontrovers diskutiert. Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal gewesen, dass der Tod aus dem Weltall kam. Vor 65 Millionen Jahren führte ein Meteoriteneinschlag zum Aussterben der Dinosaurier. Der Himmelskörper hinterließ einen gigantischen Krater.
Das Problem ist, dass es solch einen Krater im Fall der Riesensäugetiere nicht gibt. Es gibt jedoch eine Theorie, die erklären könnte, warum das so ist. Peter Schulz ist Geologe. In einem Forschungslabor der NASA in Kalifornien führt er ein Experiment mit einem Riesengewehr durch, das Rückschlüsse auf das Ereignis vor 13.000 Jahren zulässt. Das Schussgerät ist so stark, dass es Projektile auf die 15-fache Schallgeschwindigkeit beschleunigen kann. Das ist ein richtig großes Gewehr, eines der schnellsten im Westen. Damit bringen wir kleine Kugeln auf sehr hohe Geschwindigkeit. Peter Schulz und sein Team wollen mithilfe des Riesengewehrs nachweisen, ob ein Meteorit auf der Erde einschlagen kann, ohne einen Krater zu hinterlassen. Es gibt die Theorie, dass Gletscher die Erdoberfläche schützen können. In der Zeit der Clovis-Kultur waren große Teile Nordamerikas von einem bis zu 2 Kilometer dicken Eisschild bedeckt, das noch aus der vorangegangenen Eiszeit stammte. Schulz will mit dem Versuchsaufbau beweisen, dass Gletscher verhindern können, dass ein einschlagender Meteorit einen Krater hinterlässt. Wir wollen die Frage beantworten, ob Eis die Erde schützen kann. Das ist unser Projektil. Es ist nur etwa 3 Millimeter groß. Das werden wir mit 5 Kilometern pro Sekunde abfeuern. Das Team bereitet den Versuch vor. Mehrere Hochgeschwindigkeitskameras werden den Einschlag filmen, damit die Wissenschaftler ihn später analysieren können. Peter Schulz bereitet das Ziel vor, auf das die Kugel treffen wird. Der rote Sand stellt die Erdoberfläche dar. Das gibt der Schicht doch eine schöne Farbe. So können wir genau sagen, ob wir die Oberfläche durchdringen oder nicht. Also, unten ist Sand und darüber eine rote Schicht. Wir führen das Experiment so durch, dass wir zuerst auf das Ziel so schießen, wie es jetzt ist. Dann machen wir eine dünne Eisschicht darüber und untersuchen, ob das wie eine kugelsichere Weste wirkt. Also, legen wir los. Schauen wir, was passiert. Das Schussgerät wird in Position gebracht. Dann beginnt der Countdown. Das Team beobachtet das Experiment gut geschützt von einem Bunker aus. Oh, kawum! Das hat einigen Schaden verursacht. Einen großen. Das müssen wir uns in Zeitlupe anschauen. So, das ist der Einschlag. Die Kugel schlägt durch und das Zeug fliegt mit hoher Geschwindigkeit herum. Der Krater bildet sich, er wächst und wächst und wächst. Die Bilder der Hochgeschwindigkeitskamera zeigen die verheerenden Auswirkungen des Einschlags auf die sandige Oberfläche. Die Auswirkungen des Einschlags lassen sich direkt am Zielobjekt am besten beobachten. Wunderbar. Das ist doch nett. Wow, das hat einigen Schaden verursacht. Dieser Einschlag hatte eine ordentliche Größe. Das Geschoss war super schnell, schlug ein und hob Material von unten aus. Übertragen auf die Größe eines richtigen Kraters würde der Millionen von Jahren überdauern. Der nächste Schritt ist, das Ziel wieder in den Zustand zu versetzen, wie es vor dem Einschlag aussah. Dann legen wir eine Eisplatte darauf, die im Maßstab etwa dem entspricht, wie ein Gletscher die Erdoberfläche bedeckt.
Jetzt ist die Eisplatte auf dem Ziel. Und wir wollen wissen, ob sie tatsächlich das, was sich unter ihr befindet, vor dem Einschlag schützt. Okay. Wunderbar. Wir können sehen, wie sich Wasserdampf ausbreitet und Eis davon fliegt. Ich bin sehr gespannt, ob ein Krater zu sehen ist, wenn das Eis weg ist. Im Moment sehe ich keinen. Schauen wir mal. Oh Mann, das ist bemerkenswert. Das Eis hat tatsächlich das Ziel darunter geschützt. Und das besteht nur aus losem Sand. Mit der Zeit schmelzen die Eisstücke und es bleibt nur ein unscheinbarer Krater übrig. Auf die Erdoberfläche übertragen, würde der leicht erodieren. Wenn das Eis weg ist, bleibt nichts übrig. Das perfekte Verbrechen. Es ist nur ein Modell. Aber der Versuch zeigt, dass vor 13.000 Jahren möglicherweise eine Eisschicht die Spuren eines Meteoriteneinschlages weitgehend verhindert hat. Vielleicht wurden die Riesensäugetiere durch eine kosmische Katastrophe ausgelöscht. Uns Menschen könnte eines Tages das Gleiche passieren. Nur rechtzeitige Warnungen könnten das Überleben sichern. Genau daran arbeiten Astronomen in Arizona, im Südwesten der USA. Das Observatorium auf dem Mount Lemmon. Hier durchkämmt Ed Beeshore den Weltraum nach erdnahen Objekten. Er ist ein Asteroidenjäger. Es gibt Millionen von kleinen Körpern in unserem Sonnensystem. Viele Staaten der Erde sehen in ihnen eine echte Bedrohung. Die Erde kreist um die Sonne wie ein Rennwagen über eine Rennstrecke. Die Kollision mit einem erdnahen Objekt ist vergleichbar wie der Zusammenstoß mit einem Auto, das plötzlich aus der Box rausfährt. Die Konsequenzen einer solchen Kollision wären natürlich verheerend. Jede Nacht fotografieren Ed Beeshore und sein Team den Himmel und suchen nach allem, was sich bewegt. Hey Andrea, schau mal da. Es bewegt sich schnell. Es ist ziemlich hell. Größenklasse 19, ein Risikowert von 100. Ist es bekannt? Nein, das Objekt ist neu. Das Team hat ein neues erdnahes Objekt entdeckt. Eine mühselige Arbeit, aber womöglich überlebenswichtig. Wir machen über einen Zeitraum von rund 45 Minuten 4 Bilder, etwa alle 10 Minuten eines. Hier sehen Sie die 4 Bilder nacheinander. Unser Computer legt sie übereinander, sodass die Sterne stillstehen. Aber jedes Objekt, das sich bewegt, können wir so entdecken, so wie dieses hier. Glücklicherweise ist dieses erdnahe Objekt wahrscheinlich harmlos. Solch ein Objekt bezeichnen wir als Virtual Impactor. Das bedeutet, es gibt nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann einschlagen könnte. Es ist zwar groß, stellt aber zum Glück nur eine geringe Gefahr dar. Auf ein großes Objekt im All kommen jedoch mehrere tausend kleine. Und die können eine reale Gefahr darstellen. Asteroiden sind wie Kies. Wenn man in ihn hineingreift, findet man ein paar große Steine, aber auch viel mehr kleine. Es könnten gerade die kleinen Objekte sein, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde befinden.
Man muss gar nicht lange suchen, um zu verstehen, welche Wirkung bereits ein kleiner Asteroid haben kann. Dieser Einschlagkrater liegt in Arizona. Vor 50.000 Jahren zerstörte ein Asteroid eine Fläche von Hunderten von Quadratkilometern. Und er hatte nur einen Durchmesser von knapp 50 Metern. Russische Wissenschaftler fanden sogar heraus, dass bereits viel kleinere Objekte tödliche Wirkung haben können. Diese Bilder stammen von einer Expedition zu einer entlegenen Region in Sibirien. Die Expedition hatte das Ziel, eine Erklärung für das Tunguska-Ereignis zu finden, einer mysteriösen, gewaltigen Explosion im Jahr 1908. Ihre Entdeckungen schockten die Welt. Der Wald war vernichtet. Von einem Zentrum aus gab es über hunderte von Quadratkilometern Millionen umgestürzte Bäume. Es fand sich nur eine mögliche Erklärung: ein Asteroid, der mit der Gewalt einer Atombombe explodierte. Der Asteroid hatte vermutlich einen Durchmesser von 10 Metern. Das Tunguska-Ereignis ist der einzige Einschlag auf die Erde in der jüngeren Zeit. Da kann man schon sagen, dass das ziemlich furchteinflößend ist. Denn wäre da eine Stadt gewesen, wäre sie ausradiert worden. Wenn man sich die zerstörte Fläche betrachtet und sie über London projiziert, wäre praktisch der gesamte Großraum von London betroffen. Himmelskörper der Tunguska-Größe treffen die Erde durchschnittlich einmal in 100 Jahren. Zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass eine Stadt getroffen wird. Der Großteil der Oberfläche unseres Planeten ist Wildnis oder Wasser. Aber das Tunguska-Ereignis zeigt uns unsere Verletzlichkeit. Ein tödlicher Einschlag kann jederzeit passieren. Bis jetzt hatten wir Menschen Glück. Das bedeutet nicht, dass das in Zukunft so bleiben wird. Eines Tages wird etwas geschehen, das die Menschheit auslöschen wird. Unsere 8000 Jahre alte Zivilisation ist das Ergebnis eines langen Zeitraums großer Stabilität. Die Menschheit hat Katastrophen erlebt, aber noch keine von globalen Ausmaßen. Hätte es eine gegeben, wären wir Menschen schon nicht mehr da.